Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen ETS2 Cruising the Balkans Event Video hier in, ja, wer hätte es gedacht, ETS2. Wir sind mittlerweile, ich weiß gar nicht, ich denke mal, man kann es sogar schon sehen hier an der aufgehenden Sonne, an der Skybox. Die 1.49 ist jetzt draußen. Gut, wir sehen hier nicht wirklich viel, aber ich würde sagen, an der Skybox sieht man das doch schon sehr, sehr stark. Dass wir in der 1.49 sind, so, ich würde sagen, so vor allem hier in diesem Bereich sieht man das ganz gut. Genau, wir stehen hier immer noch in Mostar. Und bevor ich hier hingehe und wir uns gemeinsam den nächsten Auftrag anschauen, das ist jetzt das 13. Video. Das 12. Video habe ich aufgenommen. Ich habe heute das Spiel gestartet und nach der 1.49 13 von 15, obwohl da 12 von 15 stehen müsste. Kleine Meldung aus dem Off. Es ist natürlich richtig, dass ich die letzte Folge begonnen habe in Vlorë. Aber wir sind natürlich von Vlorë nach Fier gefahren in Albanien. Auch wenn ich einen Auftrag in Vlorë angenommen habe, ist er natürlich nicht zugehörig zu Vlorë, sondern eher zu Fier. Weil die Ölfelder halt von 4 waren. Deswegen ist natürlich richtig, dass dort die 13 von 15 steht. Dementsprechend gibt es dann nach diesem Video noch ein Video hier aus dem Westbalkan. Und danach geht es rüber mit neuem Trailer Richtung Schwarzes Meer. Mitsamt DAF und mitsamt Trailer. In Sarajevo war ich zwar noch nicht, aber Sarajevo ist zu kurz. Das sind 152 Kilometer, wie ihr sehen könnt. Wir brauchen jetzt 200. Interessanterweise brauchen wir noch 100 Meilen beim kommenden, Kansas Event. Eigentlich könnten wir dann hier nach Kragujevac, dürfte das ja sein, ja, Kragujevac, den Umschlagbagger. Ah nee, scheiße, wir waren ja schon Kragujevac. Never mind. Ich erinnere mich wegen Turtle. Verdammt. Ich befürchte, ich habe gar nichts mehr gesehen gehabt. Ich mich recht im Sinne. Ljubljana waren wir auch. Sarajevo ist zu kurz. Novi Sad waren wir schon. Tuzla auch. Dann glaube ich nur die Dachziegel, oder? Oder? Ne, Moment. Das dürfte ja Skopje sein. Und in Skopje waren wir schon. Das ist Seite 5. Das Skopje, es ist Skopje. Belastend. So, Novi Sad. Hä? Hat sie wieder alles aktualisiert oder was? Ich drücke nochmal auf Aktualisieren. Vielleicht kommt mal was Neues. Da haben wir nichts. Also noch nichts. Kragujevac war waren wir schon. Sarajevo ist zu kurz. Maribor waren wir. Novi Sad. Tuzla, Novi Sad waren wir. Ljubljana waren wir. Tirana waren wir nicht, aber Tirana ist auch schon wieder so weit. Wobei, nee, Tirana ist gar nicht so weit. Sind wir auch nur durchgefahren bisher. Das ist, Tirana wird ja schon wiederum passen. Abfahren wir diesmal, oh Gott, abfahren wir diesmal die Serpentinen dann hoch. Gucken wir nach einem anderen Auftrag. Ob die noch was ist. Betonlage, Betonleergerüst. Ist zu kurz.
Da waren wir, glaube ich, auch schon, oder? Oder? Ich muss jetzt reinladen. Ist zu kurz. Und das war's. Es gibt nur eine Aufsage und das ist Bewährungsstahl. Dann fahren wir Bewährungsstahl wieder von Aluxion, wo ich nicht mehr annehmen. Aber meint, das ist der falsche. Das muss dann hier gewesen sein. Ja. Bewährungsstahl ebenfalls von Aluxion, wo wir gewesen sind im vorherigen Video. Aber jetzt gerade nicht mehr, denn wir sind gerade wieder mitten in der Stadt. Das heißt, wir fahren mal kurz dahin, holen dann den Bewährungsstahl ab und fahren dann die 338 Kilometer nach Cella in Tirane. Bzw. in Tiran. Es war das ist Tirane. Irgendwie so. Wird das schon ungefähr passen. Ja, nehmen wir auf an. Gibt nichts anderes zu fahren. Es sind sogar ganze. Ach, was ich noch machen wollte. Es sind also 24 Tonnen und die 1,49 ist ja jetzt da. Ein Feature ist sehr interessant. Das einzige Feature, was ich wahrscheinlich hier einstellen werde. Vom neuen. Wo haben wir es? Dürfte jetzt gleich kommen. Genau. Automatische Headlights und automatische Highbeams. Interessant, dass es keine Übersetzung gibt. Ja. Automatische Headlights mache ich an, also quasi hier, ne, von der Bewegung, Umgebung. Interessanterweise ist es offenbar. Okay, doch, sie sind an. Also, ne, ich glaube nicht wirklich. Es wirkt nur so. Es wirkt nur so, ich mach mal einfach an. Wie weit haben wir es? 3 Kilometer, gut, ist ja um die Ecke. Biege nach rechts ab. Einfach weil. Es halt regnet, deswegen habe ich einfach ordentlich das selber angemacht. Vielleicht muss ich einfach noch einen neuen Spiel reinladen oder schlafen, dann ist es wieder wirklich so. Mal schauen. Nimm diese Ausfahrt. Demnächst links abbiegen. Ich will sogar wohl die 70 fahren. Ist so nice im Hintergrund aus. Natürlich. Den Weg, den kennen wir mittlerweile. Oh. Kennen das gut, wir waren einmal da. Sehr schön, dann. Hier wären wir eigentlich gewesen, aber es wäre eigentlich sogar noch kürzer gewesen. Viel, viel kürzer. Na, ich muss nicht schlafen. Oh ja, was haben wir jetzt? Ach ja, wahrscheinlich. Wann haben wir denn? Wir hatten doch gerade eben keine E-Mail, oder? Used trucks for sale. Spannend, dass es einfach keine Übersetzung gibt. Genau. Mit der 1,49 natürlich auch gebraucht LKWs möglich. Die ich mir dann holen werde fürs LKW-Event. Ach, fürs Weihnachts-Event. Fürs LKW-Event, genau. Da könnt ihr auch wieder abstimmen. Aktuell gibt es immer noch die Abstimmung für den ATS-LKW fürs Kansas-DLC, den ich dort fahre. Da könnt ihr in der Community, im Community, bei den Community-Beiträgen, ich verlinke es einfach mal auch in der Beschreibung. Könnt ihr noch abstimmen bis zum 30. Ich würde sagen so gegen 18 Uhr oder so. Wenn nochmal das Kansas-Date rauskommt. Vielleicht kommt es gegen 20 Uhr raus, ne? Muss ich hoffen, dass keiner streamt. Ach, mein Gott.
bestimmt mit dem Schaden und so, das ist ja jetzt anders, ne? Ist ja nicht einfach nur 4% allgemein, sondern ist ja individueller. So, haben wir irgendwie... Dürfen wir da bestimmt, weil da vorne müssen wir raus. 80 auf der Landstraße, gut zu wissen. Der Regen wird weniger. So, das Unregen auch echt mal mit den Scheiben schon mal einstellen, dass ich den wieder runterregeln kann, ohne wieder P zu spammen. Das wäre auch noch so ein... Ich weiß halt eher, ob es eine Realität gibt, aber ich könnte es mir vorstellen. Also so ein... Kriege ich erst mit Sensoren. Dass es so einen automatischen Scheibenwischer-Regulierer gibt, so nach der Intensität reguliert. Hätte was. Ja, also ich nehme mal kurz, bevor das jetzt hier draußen ist oder so. Bis dahin, bevor ich die Aufnahme starte, lasse ich dann das Finale laufen. Kommt nichts, sehr schön. Das wollte ich nicht nochmal. Bleiben wir mal da 50, die kommt wahrscheinlich gleich eh wieder. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Was sagt denn überhaupt die Strecke? Derselbe Weg zurück wahrscheinlich. Na ja, genau. Würde über Nixic, Podgorica nach Tirana. Diese Ausfahrt. Also Tirana waren wir noch nicht, ne? Wir sind dann durchgefahren. Ja, wir sind dann da durchgefahren. Sehr gut. Fällt mir ja früh auf nachzuschauen, aber... Ja. Dann wäre es dem halt so gewesen. Sieht man das Depot bei... Okay. Ah, die Skybox ist schon sexy, die neue. Die alte war auch sehr sexy. Ich vergesse mal behaupten, dass einfach gerade an der neuen lag, dass es so nice aussah. Denn es ist ja eine neue HDR Skybox. Das war nicht bearbeitet, wie auch immer. Demnächst links abbiegen. So, Nixic ist ausgeschildert. Hier noch nicht. Ein weiter. Nach links ab. Biege nach rechts ab. Hier haben wir diese Schelle. Ich erinnere mich. Aber es ist auch sehr schön, da haben wir jetzt dann wirklich direkten Vergleich zur letzten Fahrt. Wie das dann alles jetzt in der 1.49 aussieht. Zwar auch in die umgekehrte Richtung, aber... Machen wir den Scheibenwischer wieder aus. Auf 60, 33, 100 Kilometer haben wir schon hinter uns. Im neuen DAF ist ja doch schon gar nicht mal so wenig dafür, dass wir eigentlich eher so kurze Fahrten haben und nicht solche 1400 Meilenbrecher wie in ATS im Halloween-Event. Würde interessieren, wie das mit dem automatischen Lichten ist.
wenn man das selber quasi dann anmacht, ob es dann wieder selber reinkickt oder ob man allgemein vorher eine Tastenkombination braucht, also einen Shortcut. Würde ich mir behaupten, eigentlich nicht. Man kann es ja eigentlich nur probieren, indem man Licht. Weird. Ist ja auch witzig. Ich habe jetzt eigentlich nur unten, also nur die Standlichter so quasi dann. Und man sieht schon beides. Und jetzt mache ich es nochmal an, das bleibt dabei, jetzt mache ich es wieder aus. Biege nach rechts ab. Ja. Wenn man zu sehr vom Dashboard verwirrt ist. Das war ja auch schon ein bisschen weird. Aber ist ein bisschen weird. Gesagt. Ach herrje. Es geht jetzt schon los. 174 Liter. Wie schön, es singt wieder. Ich fürchte ja, was sagt der Tank? 65%. Könnte leider, ich nochmal tanken muss. Wobei. Wahrscheinlich eher weniger, aber. Man muss wieder ein bisschen mehr drauf achten. Schöner Ort zum Liegen bleiben. Ein bisschen nervig, dass er jetzt 13 von 15 schon steht, obwohl es noch gar nicht durch ist. Wo er 12 von 15 sein müsste. Aber gut, ist halt wie es ist. Das ist immer von dieser Perspektive mit dem Wasser, die Burg. Oder sind wir noch gar nicht bei der Burg? Andere Burg. Kann das sein? Nee, kann nicht sein. 50. Ja, ist ja gut. Ich hab's nicht bemerkt. Ist mir gar nicht so wirklich aufgefallen bei der letzten Vorbeifahrt, dass man auch prinzipiell an der Burg vorbeifahren kann, quasi in den alten Stadtkern. Die Burg ist quasi ja nur neben dran, da haben wir den alten Stadtkern mehr oder weniger mit der was noch weiter runter als 30, als 40. Gut zu wissen. Also wirkte gerade zumindest so, als ob es noch eine alte Stadtmauer da hinten war. Auf der gegenüber liegenden Seite des Flusses. Oh je, Serpentinen, here we go. Was denn? 50, 40, 70, entscheidet euch. Aber mal 50. Das dürfte passen.
40. Da kommen wir gleich noch zurück, also zu 20, da war ja was. Wir zeigen jetzt gleich. Ich gehe einfach jetzt schon runter auf 30. In der Hoffnung, das würde reichen, aber da vorne sind sie sowieso schon so langsam. Also wir wahrscheinlich auch gleich runter müssen auf 30. Ja, auf 20. Mehr ausholen. War ja doch gar nicht mal so schwer hier hochzukommen. Du darfst auch gerne einfach weiterfahren. War kein Stoppschild. Fahren wir nochmal hin. Was war das nochmal? Ah, Seller Construction Group. Aha. Ist sie nicht. Das klingt doch sinnig. Ich muss langsam echt gucken, ne? Also wohin die nächste Fahrt geht. Wirklich Auswahl ist ja. Also klar, Auswahl ist noch eine Menge da. Also ich glaube, das sind ja 30 Städte und ich war erst in 13. Also habe erst so 13 hingeliefert. Aber. Erstmal seine Aufträge in die fehlenden Chatte bekommen. Das ist ja das Problem. Das ist ja ein großes Problem. Das war ja nicht mal schon sehr eng. Ich befürchte, das wird demnächst ein Hopping werden. Also quasi ein Schnellreise-Hopping in der Hoffnung, in einer anderen Stadt einen Auftrag zu bekommen. Interessante Bodenverhältnisse, gerade eben erst, als ob die Schlaglöcher Kollision hätten. Jetzt sandige Piste. Ich habe das Gefühl, dass auch dass die Serpentinen einfach nicht so langwierig waren und deswegen bin ich nicht so steil, oder allgemein nicht so steil. Dass wir hier auf dieser Strecke halt deutlich mehr zu kämpfen hatten, einfach mit dem DAF. Weil es ja einfach über einen längeren Zeitraum mehr Steigung gab und nicht über so einen kurzen. Oder es halt einfach schneller war. Immerhin gleich wir jetzt mit der Backup-Fahrt. Den hohen Treibstoffverbrauch aus, den wir hatten. Wahrscheinlich geht es gleich runter auf 50 durch den X-Hitch durch. Wer hätte das gedacht? Na gut, durch Maigestalt darf man auch 60 fahren, aber das ist ja doch eher eine Ausnahme. Demnächst rechts.
Autobahn nach Podgorica. Sieht zumindest aus wie eine Autobahn. Ging hoch bis auf 178,5. Der Treibstoffverbrauch. Da stellt sich mir jetzt gerade mal die Frage, man kann ja den Treibstoffverbrauch per Fähigkeit anpassen. Müsste er nicht prinzipiell dann halt auch auf den Truck angepasst werden, was dann der Treibstoffverbrauch nicht höher ist, weil wie soll man das sonst denn? Also wird ja nicht. Ja, Darstellung ist im Prinzip ist es ja doch schon wenig sinnfrei, wenn man einfach 5% weniger Treibstoffverbrauch hat, aber die Kapazität und der Verbrauch gleich bleibt. Also der angezeigte Verbrauch, jetzt hier im Truck. Der sich ja eigentlich auch irgendwie visuell darstellen. Das heißt müsste. Kann auch nicht sein, dass einfach nur im Hintergrund so nachbearbeitet wird. Oder nachverarbeitet. Der Retarder einfach zu schwach ist, obwohl er stark ist, ich glaube der stärkste, also mit Sicherheit der stärkste, aber der stärkste einbaubare. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Ganzen Kreisverkehr wieder. Ich merke das schon. Ich erinnere mich langsam wieder. Ah, der Strecke ist einfach schön. Freut man sich noch ein bisschen mehr auf Griechenland. So, wo man jetzt wirklich hier schon quasi an angrenzenden Ländern unterwegs ist. Zweite Ausfahrt nehmen. Es gab ja schon einen Teaser-Trailer. Man schon so ein bisschen was sehen konnte. Ich bleib einfach mal bei den 30 hier. Zweite Ausfahrt nehmen. Die holen wir eigentlich auch wieder auf. Auf den Kollegen vor uns. Nimm diese Ausfahrt. Ah, ich würde sagen, jetzt kann man ein bisschen hoch auf 40. Oder auch nicht. Immer geradeaus. Nichts mit 50. Stimmt. Ah, die Ampel vom Kreisverkehr.
weiter geradeaus Richtung Tusi. Also ist ja schon fast in Tirana. Dauert ja nicht mehr lange, nur noch 20 Kreisverkehre und 3 Ampeln. Übertrieben gesagt. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Biegt ab. Hey, er biegt ab. Nimm diese Ausfahrt. Na, ja, wir können schon mal links halten. Können wir kurz hoch auf 50 gehen. Im Gegensatz zu den ganzen anderen Vegetationen und so wirkt diese Stelle halt doch gerade schon ein bisschen karg, ne? Links halten und dann links abbiegen. Aber gut. Biege nach links ab. Kann ja nicht überall Full House sein. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Bitte rechts halten. Und links einsortieren. Draußen weit. Gut, na, Kohle haben wir genügend. Ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Gebrauchtwagenmarkt ausschaut. Ich glaube, das schafft ja auch ein bisschen, zumindest kommt es mir so vor in ATS. Können wir uns nochmal gemeinsam anschauen, den Gebrauchtwagenmarkt, wie der aktuell gerade ist. Auf dem Profil hier, am Ende der Fahrt. Ich fahre nach Albanien, ne? Da war ja was. Ich war gerade kurz am Überlegen, wo es nochmal hin ging, aber ich meine, es war Albanien. Die ganze Zeit runtergegangen ist auf 30. Ich hätte da schon reingelangen gemusst. Ja. Ist ja extra für so Leute wie mich implementiert, dass man hier nochmal durch kann. Wenn man das erste Schildchen zu spät gesehen hat. Wie, der darf da lang? Schiebung. Auch ein LKW. Dass hier Feuerwehr da lang darf, kann ich in gewisser Weise nachvollziehen. Auch wenn man für das Objekt ja doch schon technisch gesehen LKW-Führerschein benötigt. Es geht ja doch häufiger mal flotter voran bei den PKWs und jetzt den LKWs. Route neu berechnen. Deswegen können wir vorstellen, dass es deswegen nicht unüblich sein könnte, wenn man es übertrifft.
Ja, Tirana ist auch schon ausgeschildert. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ich find's einfach super hiermit. Gut gemacht. Kann man nicht anders sagen. Ach, 60. Den kurzen Abschnitt. Das wäre auch ein guter Ort gewesen zum Britzen. Einmal versteckt in den Reifen und einmal hinter den Mülltonnen. Zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Okay. Ja, zweite Ausfahrt. Ach ja, gut. Ich wollte gerade sagen, ob wir die 5000 knacken, aber die knacken wir mit Sicherheit. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Vielleicht nicht unbedingt im Westbalkan, aber auf alle Fälle noch beim erweiterten Fahren in Road to the Black Sea, DLC, in den Regionen. Ich denke mal, die 10.000 Kilometer werden wir dann auf alle Fälle knacken. Die 15 wahrscheinlich eher weniger, bevor das Event quasi in Anführungszeichen zu Ende ist. Also vorher das Event nicht mehr explizit fahre, sondern halt nur noch das Weihnachts-Event. Runter auf 30 für diesen Kreisverkehr. Hab schon wieder das Ortsschild verpasst. Erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Okay, wir werden doch wieder den Kreisverkehr. Wir da vorne nicht ganz so im Kreisverkehr mit den Links halten. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Ich verstehe, warum links halten. Nimm diese Ausfahrt. Habe ich auch ursprünglich vorgehabt, aber dann war es zu spät. Wirkt ein bisschen grüner als zuvor. Aber es kann täuschen. Ja, es fällt aus mit der Burg, ne? Ach, immer noch nice. Mal Gas, bevor wir überholt werden, weil wir zu langsam sind. Wir wollen den Verkehr ja nicht noch länger aufhalten. Ich
schön mit den blühenden Feldern auch, links und rechts. Mais und Raps vielleicht so. Oder Sonnenblumen? Sonnenblumen. Sorry, ich darf nicht schneller. Ah, Skoda war's. Von dieser Perspektive ist es ja auch sehr, sehr nice. Der Blick, da hinten noch die Brücke. Ist das eine Brücke? Ich glaube nicht. Das, was ich gesehen habe, ist glaube ich keine. Doch, ist eine Brücke. Zwischendurch wirkt es dann doch eher wie ein Haus. Aber war dann doch noch das Metallgerüst der Brücke. So, Tyran, weiter geradeaus. Wirkt ja so, als ob die nächste Fahrt dann auch eher eine Nachtfahrt werden könnte. Zeitlich gesehen. So wild wäre es dann auch wieder nicht, denn wir haben ja jetzt auch einen Mond. Also hätten wir wieder etwas Neues zu sehen. Wir haben ja noch die 80. Okay. Dann haben wir einen Kreisverkehr. Ach ja, immer wieder schon dieses Hin und Her. Auf kurzen Abschnitten. Zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Durch Durash fahren wir nicht durch. Soweit ich mich erinnern kann. Nee. Nicht dieses Mal. Eigentlich haben wir noch so, bevor wir noch wirklich Fahrten hin, die wir machen können. Serbien, glaube ich. Auf jeden Fall. Albanien haben wir, glaube ich, durch. Bis auf Duresh. Kosovo, Mazedonien. Mazedonien glaube ich auch. Montenegro meine ich nicht. Mazedonien. Montenegro. Mazedonien. Kroatien. Und dann wird es schon wieder enger, glaube ich. Wobei Bosnien und Herzegowina auch noch, aber da hört dann mein Stand aktuell gerade auch auf. Vielleicht noch eine Stadt in Slowenien. Oh Gott. Und Kosovo? Weiß ich gerade nicht. Interessant, auch diese hölzernen Trash-Bins. Behälter. So was von der Verzierung, ja. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nice. Mit Traktorstadt. Nimm diese Ausfahrt. Ist ja auch nicht ungewöhnlich in Großstädten, dass da mal ein Traktor durchprescht. Sei es ein Traktor, der halt wirklich
der halt einfach nur ein Notfahrzeug ist und Schrott hinten drauf hat. Das ist wirklich Metallschrott für Schrottplatz oder oder Holzspäne oder halt wirklich ja das, was man alles für die Agrarwirtschaft benötigt. Fällt beispielsweise bei uns sehr häufig durch. Also eigentlich schon täglich, mehrfach. Und wir sind bei Tiran. Wir sind also wohl schon drin. Haben noch 6 Kilometer. Bis zur Baufirma. Verkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Ich finde die Städte echt sehr schön. Oh, ich wollte dahin. Nimm diese Ausfahrt. Echt sehr gut gelungen. Macht Spaß durchzufahren. Bei den 30 bleiben sollen. Aber hey, immerhin entdecken wir jetzt was Neues auf. Zuvor haben wir nicht mehr gesehen als diesen Part von Tirana. Hier kann doch kein Mensch lang laufen. Hier Shopping Center, Shopping Mall. Würde ich zumindest so sagen. Biege nach rechts ab. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Ja, ist ja gut. Wett. Einfach nur nein. Rechts halten. Wir sind ja weiter hier. Rechts abbiegen. Quasi Richtung. Oh. Biege nach rechts ab. Wo auch immer hin? Kein Kreisverkehr. Links halten. Wie ungewöhnlich. Und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Ich habe den Motor ausgeschaltet. Weil ich zu weit nach rechts gerutscht bin. Mit der linken. Und dann links abbiegen. Hand. Biege nach links ab. Der Park da. I see. Oh. Wie nice. Demnächst rechts abbiegen. Wie nice. Rechts abbiegen. Und dann das ist cool. Abbiegen. Schön eng, Hinterhof. Rechts ab. Sogar mit Möglichkeit zu erkunden. Ach du Heiliger.
Sehr schön, gefällt mir. Solche engen Anlieferungsstellen. Oder besser gesagt, die Fahrten zu Anlieferungsstellen, oh, Baustelle. Na okay, ist noch richtig. Passt. Ja, hier muss man wahrscheinlich noch mal ein paar Mal öfter hin. Das war eine schöne Fahrt. Das dauert noch ein bisschen, bis es fertig ist. Direkt in den Kran. Die Abladerstelle. Macht es dann einfacher und leichter, schnell abgeladen zu werden. Ausgezeichnet Bewährungsstahl von Mostar nach Tirana geliefert. Gefahren ca. 373 Kilometer, 48 Minuten habe ich dafür benötigt. 158 Liter verbraucht, das war der 160. ETS 2 World of Trucks Auftrag. Wie war es denn beim letzten Mal? Muss es ja eigentlich gestern, im gestrigen Video 158 gewesen sein, wenn das so weird verbuggt ist. 9500 Euro gab es dafür und 481 Erfahrungspunkte. Ja, dann fahren wir nochmal kurz zum nächsten möglich gelegenen Schlafplatz in Tirana. Der ein bisschen weiter weg ist. Nämlich hier bei der Werkstatt fahren wir einfach mal hin. 7 Kilometer. Und wir erkunden nochmal kurz hier die Gegend. Ja, 14 von 15. Fake 14 von 15. Real 13 von 15. Ich meine, prinzipiell können wir ja sogar hier rechts rumfahren. Glaube ich. Ja. Neue Passage, Karte aktualisiert. Halt. Also. Dieser kleine Abstand hier. Interessant, es wird also aktualisiert. Ich verstehe. Also die Karte wird aktualisiert. Hier haben wir sogar noch einen Fotopunkt, aber da kommen wir nicht hin. Der ist nämlich wahrscheinlich nicht, oh Gott, nicht hier, sondern von der Straße aus. Von der Autobahn. Aber interessant, dass dann diese Wege zum Aufdecken links abbiegen, mit gestrichelter Linie gekennzeichnet sind. Hm. Links abbiegen. Ja, ich weiß, ich würde aber trotzdem gerne mich mal hier hinstellen. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Probieren oder nicht probieren? Probieren wir es mal. Wobei, es ist halt, okay, es ging klar, und man konnte das wegschieben. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich es weggeschoben. Ja, wir müssen hier entlang. Ein bisschen Unfug kann man ja auch mal treiben. Eine Abkürzung. Wenn das schon so eine einfache Treppe ist. ja, rechts halten. 80 jetzt. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Richtung Gursch. Biege nach rechts. 30, 40, 40. Ich habe vergessen, man rutscht.
Ich wollte einfach nur das neue Feature probieren. Der Werkstatt jetzt gleich. Hust, natürlich. Das ist genau das gewesen. Ich muss mir echt noch daran gewöhnen, dass ich dann nicht so stark abbremse. Auch wenn ich mit dem Retarder das mache. Einfach, weil die Bremsen schon hart reinkicken. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Bitte rechts halten. Nimm diese Ausfahrt. Bitte rechts halten. Oh, ja. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Für Fährt ist er nicht ausgelegt. Der Kreisverkehr. Die Frage, wo ich mir dann hier eine Werkstatt hole. Könnt ihr ja mal gerne einen Kommentar schreiben, wo ich mir im Balkan DLC eine Garage holen soll. Da haben wir wieder Stokes. Auch spannend. Auch wenn er nicht reinfährt. Ganz wie, aber schön, dass es hier mal so ein bisschen enger ist. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Reparieren wir mal oder restaurieren, wie auch immer. Autoservice. Hier kann man, glaube ich, schon pennen. Ich finde auch nice, dass man nicht immer direkt bei der Garage dann jetzt pennt, sondern hier auch andere Orte hat. So, Wartung. Schadensbericht, dauerhafter Verschleiß, nur Schaden bisher. Sehr schön. Dann ist, glaube ich, sowieso auf alles gestellt, ne? Alles reparieren. Ne, es war auf. Aus. Von 3% auf 0. 3%? Waren wir nicht bei 5%? Ich bin verwirrt. Hab mich gar nicht drauf geachtet, wie viel es gekostet hat. Könnte sein, dass ich eventuell heute mal aufnehme, deswegen würde ich sagen, gucken wir einfach nochmal kurz gemeinsam, wohin es von hier aus gehen könnte. Die Raden darf ich auf alle Fälle, muss ich gleich nochmal eintragen. Durash ist sogar auch hier in der Nähe. Also Bulgarien. Da haben wir Belgrad. Nein, abbrechen, abbrechen. Mein Gott. Scheiß Maus. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Könnte eventuell nach Serbien gehen. Ich habe abgebrochen. Diese verkackte Maus. Es würde nach Nisch gehen. Wie lange geht der Auftrag noch? 24 Stunden. Na gut. Dann wisst ihr zumindest jetzt schon mal, was wir in der nächsten Folge fahren.
Dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen und dann sehen wir uns im nächsten World of Trucks Event Video hier wieder vom Cruising the Balkans Event. Wenn wir dann von Tirana nach Nisch fahren. Tschüss.